Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Heute geht's los mit der vierten Bonus-Episode. Platz für Team Charm, die sogar für mich komplett blind ist. Und jetzt hätte ich gerade festgestellt, dass da noch eine andere fehlt. Die hier kommt erst nach der Bonus-Story wahrscheinlich. Ich überlege noch, vielleicht schiebe ich sie auch an einen anderen Punkt, den ich gerade im Kopf habe, den ich natürlich noch nicht sage. Aber jetzt geht's damit los. Ich weiß nicht, wann man die freigeschaltet hat. Eines Abends. Ach, die Maya. Das ist ein Tempel der Maya. Am östlichen Horizont. In einer entlegenen Ruine. Okay, Georock, voll OP. Das sieht aus wie der tiefste Teil des Dungeons. Oh, da ist eine Schatztruhe. Sagt bloß nicht, dass der Sack umwoben ist, Schatz, von dem alle reden. Ja, es ist, ja muss es sein. Das ist der Schatz, der zu diesen Ruinen gehört. Ich habe als Erkunder so lange halt geschuftet und endlich bin ich, wonach sein gesucht hat. Einen unglaublichen Schatz. Die Fresse verstört mich gerade irgendwie, aber... Alles klar, ich beeile mich lieber. Oh nein, jetzt wo ich hier bin und den Schatz bergen kann. Manchmal sagen, dass die Ruinen zusammenfallen können. Aber gut, was ich dann gedacht habe, bei der ganzen Aufregung bin ich fast leichtfertig geworden. Na gut, ich werde diesen Schatz behutsam bergen und dann so schnell wie möglich hier raus, bevor alles über meinem Kopf einstürzt. Gibt keinen Zweifel, dieser Schatz gehört mir. Einen Augenblick mal. Was war das für eine Stimme? Diesen Schatz haben wir entdeckt und wir haben Anrecht drauf. Wir werden ihn dir nicht überlassen. Wer spricht da? Wo seid ihr? Zeigt euch. Ich bin eine Statue. Ich sag's ja. Was zum Fick? Was zum Fick? Was ist das jetzt für ein Scheiß? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich bin auf Georocks Seite, Leute. Darf ich die Bonus-Episode noch abbrechen? Bitte sagt ja! Es ist zu dunkel, ich sehe nichts mehr. Da war nicht mal eine Fackel oder so ein Scheiß. Wie haben die das bitte dunkel gemacht? Der Schatz ist weg. Vor allem, warum haben die den Schatz nicht einfach mitgenommen, sondern erst gewartet, dass noch jemand kommt, um den da zu mobben? Was ist los mit denen? So ein Scheiß, man hat mich reingelegt. Johannes. Ja, die Decke stürzt ein, oh nee. Nein. Okay. Was ist falsch mit diesen Pokémon? Bitte, tötet sie. Sehr gut. Das ist gut gelaufen. Der Schatz der Ruinen ist unserer. Ein Zuckerschlecken, nicht wahr? Kein Zuckerschlecken. Ein Sieg nach dem anderen. Genau. Nicht noch ein. Nicht ein Schatz, den wir haben wollten, ist uns bisher durch die Lappen gegangen. Kein einziger, ich frage mich zwar, wie das geht, aber Team Charm hat eine Erfolgsquote von 100%. Ja, vor allem wenn ihr gegen ein Pokémon, das einem Kanimani und einem Vulpix nicht mal Schaden macht, kämpft und sterbt! Alles klar, weiter geht's. Wir sind die Schatzjäger von Team Charm. Hilfe. Zu dritt gibt's nichts, was wir nicht können. Herzchen, Smiley, Emoji-Ding. Was zum... Bitte, ich will das hier nicht machen. Die Schatzjäger von Team Charm sind ein aus irgendeinem Grund berühmtes Erkundungsteam, das vermutlich aber nicht mal gegen ein Karpador bestehen würde. Für sie spricht ihr Meisterrang, den sie sich erkauft haben, und ihr fabelhafter Ruf unter Erkundern, den sie selbst verbreitet haben. Aber vor allem ihr Talent, versteckte Schätze aufzuspüren, wird von allen geschätzt. Das schaffen sie jedoch auch nur, wenn ihnen keine anderen Pokémon über den Weg laufen. Wie dem auch sei, diese Geschichte beginnt ein wenig früher. Die Geschichte spielt zu der Zeit, bevor Team Charm die Gerüchte verbreitet hat, durch die sie berühmt wurden. Jedes Team Charm, das den Schatz bekommt, auf den es aus ist. Ihr nächstes Ziel ist... Okay, schön, dass man alles abfährt. Warte auf mich. Wir sind schon ziemlich weit. Zwischen Reichweite unseres Ziels, bis hier noch mehr Edital ist. Unser Ziel ist nicht mehr weit, sobald wir diesen Dschungel verlassen. Das ist ein Ort namens Geröllbruch. Das ergab zumindest meine Recherche. Tief im Geröllbruch soll es einen legendären Schatz geben. Man sagt, es sei so schön, dass man es nicht in Worte fassen könnte. Ja, ich weiß eh schon, was es sein wird. Jedenfalls, es ist zwar eigentlich blind, aber... Denk mal an die Himmelsspitze, das war ja exakt dieselbe Beschreibung. Klingt fast, das würde gut zu uns passen. Ist das so? Wenn ich das ja macht mich das glücklich. Also lass uns unser Bestes geben und am besten keinen anderen Pokémon über den Weg laufen. Wer bist du? Ich bin Blue Bat. Was zur Hölle? Guckt euch die Fresse von dem Ding an! Also entweder ist das ein Ditto oder das ist die schlechtest animierte Fresse im Spiel.
Ich lebe in diesem Dschungel. Falls ihr gerade über einen Schatz im Geröllbrück gesprochen habt, geht besser auf. Die Stimme musste ich dann nehmen. Was machen sollten wir? Eine Menge Kriegsteams waren schon hinter dem Schatz her, aber bis jetzt hatten noch niemand entdeckt. Alle wissen, dass es unmöglich ist, ihn zu finden. Das Club kann, also die vor uns leben, ich glaube, dass es von ihnen Schatz gegeben hat. Ich glaube, dass ich das auch aufgeben sollte. Vielen Dank, Lubella, aber wir geben nicht auf. Ja. Dieser Schatz klingt genau nach dem, wonach wir am liebsten suchen. Wir finden immer, wonach wir suchen, und das sind meistens Schätze. Wir sind immer auch die charmanten Schatzjäger Team Schar, ja, genau. Der Schlappauswald fertig, bis ziehen wir weiter. Quer durch den Dschungel. Mit Schlappohr in der Hauptrolle. Bitte nicht. Ich bin Ditto. Hallo. Halt's Maul! Gut. Dann die Eisflöte benötige ich hier. Hier kann ich mal das Zeug mitnehmen, das ich sonst nie habe. Drei Schals, ein paar Äpfel, ein paar viele habe ich ja immer noch. Hier ein paar Stinelbeeren kriegt ihr auch mit. Was zum... Wie? Seit wann habe ich so viele Stinelbeeren? Ich will gerade nicht an den Zeitturm denken. Ah, du hast eine Stinelbeere aufgehoben. Was ist? Warum hast du eine Stinelbeere aufgehoben? Da ist eine Stinelbeere, nehme ich mit. Belebersamen ist das Traurige, dass ich noch mehr als doppelt so viele in meinem Inventar habe. Kriegt ja auch mal drei, das. Ich weiß halt wirklich nicht, was mich hier erwartet. Die Samen will ich alle noch bei Pandia verarbeiten. Alles klar, die Hälfte meiner Schlafsamen ist halt auch fake. Naja, die kann ich alle umwandeln bei Pandia. Gut, dann... Einfach mal los. Ich will trotzdem nicht, Süd-Dschungel. So, dann mal gucken. Wow, das Moveset begeistert mich. Level 32. Warum hat Meditalis, obwohl es das niedrigst gelevelte Pokémon ist, mit so einem großen Abstand die meisten Leben? Konfusion. Also, das Ding geht ja noch. Ich bleib bei meiner Frage, ist es zu spät, das hier noch abzubrechen? Was zur Hölle ist das für ein, Smash? Und warum zur Hölle sind die Moves hier so scheiße? Junge, das Ding hat verdammt nochmal nur Fund- und Ruckzuckhieb als Angriffsattacken! Ich freue mich jetzt schon. Warum sieht das Ganze eigentlich aus wie das verlorene Land? Mein Ernst, das sieht aus wie das verlorene Land. Das Wasser sieht genauso aus wie die Löcher im Land, die ins Nichts führen. Die Orbs gönne ich mir gar nicht erst. Das Traurige ist, wenn es so ist, wie ich denke, dann ist diese Episode wirklich grottenschlecht, weil sie dann noch scheiße vorhersehbar ist. Weil ich glaube, ich weiß jetzt schon, was der letzte Bosskampf sein wird. Und wenn das wirklich stimmt, boah. Und wenn die Länge, bei der Länge kommt es auch drauf an. Ich bin gespannt. Ich denke, es wird ein knappes Rennen zwischen der Sonflora-Bonus-Episode und diesem etwas. Okay, Kekleon. Kraftwelle Boom. Hallo. Wow, dein Angebot ist mal wieder toll. Das war wirklich krass. Mal Ernst, sie sind hier doch im verlorenen Land. Da kommen auch random Sandstürme. Ah ne, da waren Hippopotas, das ist schuld. Boah, komm her. Ich sagte, stirb. Danke. Ich
musste dich ja nur dreimal darauf ansprechen, dass du bitte sterben solltest. Also, Süddschungel E6, ich bin halt echt gespannt, wie lang dieser Dungeon hier ist. Wie lang allgemein die Dungeons hier sind. Sie dürften relativ lang sein. Wenn ich irgendeinen Plan hätte, wann man diese Bonus-Episode freigeschaltet hat. Ich glaube so im Bereich um die Zukunft rum. Kurz vor der Zukunft, glaube ich. Ich glaube, als man gerade hingereist ist. So um den Dreh, ja. Ernsthaft? Das Ding hat sich gerade ein Top-Elixier aus meinem Schatzbeutel genehmigt. Darf ich bitte einfach weitergehen? Acht, ich denke so 15 könnten es schon sein. Oh, schön, ruckzucki ist leer. Jetzt habe ich noch eine Angriffsattacke und das ist so mit die schwächste Attacke im Spiel. Pfund. Obwohl es halt übel Damage macht. Ich will gar nicht wissen, auf welchem Level die Gegner hier sind. Wahrscheinlich ist der einzige Grund, warum ich hier noch nicht verloren habe. Halt, dass ich überhaupt eine Chance habe, dass das Gegnerlevel durchschnittlich auf 20 ist. Komm, weiter. Ich sagte, stirb. Also eigentlich habe ich das nicht gesagt, aber das ist doch selbstverständlich. Oh, stimmt. Die Stolperfalle erinnert mich gerade an was. Ich habe die Bänder ja nicht aus Spaß mitgenommen. Das kriegt Gardevoir. Das Ausdauerband gebe ich natürlich Schlappohr. Das Heilband Meditalis. So. Kein Hunger bekommen ist halt schon praktisch. Zack, Pfund OP. Ach, ist schon rum. Sieht so aus, als hätten wir die andere Seite des Dschungels erreicht. Warum? Ich will nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Anscheinend haben wir den Süddschungel verlassen. Also müsste der Geröllbruch direkt vor uns liegen. Hä? Jetzt hätte ich gerade ein sonderbares Geräusch von da drüben genommen. Was zum... Was ist das? Da war's wieder. Lass uns mal nachsehen. Was als ob? Was? Jemand ist bewusstlos. Ist das euer... Was? Er bewegt sich nicht. Ja, das nennt man bewusstlos! Er ist bewusstlos. Ich glaube, er bewegt sich nicht. Bewegungslos, das kann doch nicht sein. Was ist er? Er bewegt sich gar nicht. Na, Panik! Was machen wir jetzt? Ich glaube, irgendwie, so wie ich dieses Pokémon kenne, dass er schläft. Wir haben doch gehört, dass es von hier kam. Kommt das von... Anscheinend ist er gerade vor Hunger ohnmächtig geworden. Oder er schläft. Metallis, versuchen wir, ihn einen davon zu verabreichen. Alles gleich, komm ich. Wetten, perfekter Apfel. Ein Außergewöhnlich. Ja! Ja! Es ist vorhersehbar. Der Geruch. Ein kleines bisschen sauer, aber sicher süß. Was für ein Geruch. Ich wusste, es ist ein perfekter Apfel. No. Alles klar, Knunloch! Vielen Dank, das war wirklich lecker. Vielen Dank, danke euch, fühle ich mich viel besser. Perfekter Apfel ist mein absolutes Lieblingsessen. Magst du perfekte Äpfel echt so sehr? Ja, dann kannst du auch meinen haben. Echt? Schlapper gibt dem mysteriösen Pokémon, das gar nicht aussieht wie Knuddeluff, einen perfekten Apfel. Danke. Yay, Jetzt John geht er wieder. Das ist die Schatzjäger von Team Charm. Wer bist du? Ah ja, ich bin Knuddeluff. Ich bin der erste Lehrling des großen Erkunders Amaldo. Knuddeluff, schön dich kennenzulernen. Einen Erkunder namens Amaldo habe ich noch nie gehört. Aber wenn du sagst, dass du ein Erkunderlehrling bist, sag bloß, dass du auch auf dem Schatz im Steinbruch aus bist. Aber sicher! Sind diejenigen, die Schatz finden werden?
Schatz, wovon sprecht ihr? Ich habe nur einen Spaziergang gemacht, das ist alles. Hab plötzlich mal meine ganze Verpflegung weggeklaut. Oder ich habe sie gegessen, weiß ich nicht. Dann bekam ich einen riesigen Hunger und meine Kräfte sind verschwunden. Mir wurde schwarz vor Augen, das war witzig. Ist irgendwas mit dir falsch gelaufen? Na, wenn das so ist, ist ja alles in Ordnung. Was für ein sonderbarer Erkunder. Apfel. Nun, lass uns schnell weiterziehen. Also bis dann, du versaub dich auf. Hallo. Auf Wiedersehen. Danke nochmal, Freunde. Hallo. Was zum... Bitte. Bitte sagt, ich darf aufhören! Warum denn? Warum stehen hier 20 Millionen Pokémon? Oha, sind das alles Erkunder? Vielleicht, die haben sich alle getroffen, um den Schatz aus dem Steinbruch zu holen. Wow, was bereits getan? Oh, seid ihr da auch ein Erkundungsteam? Ihr seht viel zu zart aus, um ein wahres Erkundungsteam zu sein. Das ist viel zu schwierig für Mädchen, ihr solltet besser aufgeben. Ja, danke für euren Rat, du meinst es sicherlich gut. Aber du bist scheiße. Hä, okay? Übertreibt man nicht gleich so? Moment. Okay. Apropos, wie sieht es denn mit dem Schatz aus? Ja, der hat bisher keiner gefunden. Leider wurde noch nichts sein, leider absolut gar nichts. Wie soll ich das Ding sprechen und warum hat das auch schon wieder so eine dumme Ditto-Fresse? Den Steinbruch soll aus einem komplexen Labyrinth bestehen. Das soll wirklich einfach sein, sich darin zu verlaufen. Aber trotzdem sollte es möglich sein, es wenigstens zur Hälfte zu schaffen. Aber nach dem Weg kommt es schwierig. Schwierig? Genau. Selbst wenn man sich strikt vorwärts bewegt, landet man immer wieder dort, wo man gestartet ist. Ganz egal, wie häufig man es auch versucht. Deswegen ist so gut wie jeder hierher zurückgekommen, sich darüber mit den anderen auszutauschen. Dahinter versteckt sich anscheinend ein Rätsel. Das ist meine Meinung dazu. Solange dieses Rätsel nicht gelöst wird, bleibt der Schatz unauffindbar. Rubella hat uns vorhin was ganz Ähnliches gesagt, dass der Schatz unmöglich zu finden sei. Sieht fast so aus, aber wenn es so eine Art Schatz ist, dann wird es sich erst recht lohnen, Ausblick zu machen. Wir sind Team Schaum und hält nichts auf. Außer vielleicht ein Registeel, das selbst ein Kalimachi und ein Vulpix ohne Schaden zu nehmen besiegen. oha. Hey, ihr da. Ihr gebt's auf, der Schatz gehört uns. Hä? Ach. Okay. Team Spar, okay. Das verstehe ich auch, den Namen. Spar. Aber das ist so voll random. Die Typen stehen manchmal random auf dem Platz, auf dem Pokémon-Platz rum. Und jetzt nehmen die hier noch eine Rolle ein. Team Spar? Ich weiß nicht, was das bedeutet, das Wort. Aber ich weiß nicht, ob es in dem genau darum jetzt auch geht. Ich weiß nicht, aus anderen Spielen, dass das sowas wie Wohlfühlprodukte oder so also Laden, wo die hergestellt werden oder einfach Thermen oder sowas. Ich weiß, aber das hat damit eh nichts zu tun. Es gibt auch ein Team Act, jedenfalls nennt ihr es in Pokémon Super Mystery Dungeon so. Stimmt, das könnte hier dasselbe sein. Ich weiß die englischen Namen dieser Pokémon nicht. Team Act ist ein Team aus Team Rot-Blau und besteht aus Despota, Durak und Simsala. Deren Simsala ist der Anführer und heißt Alakazam auf Englisch A, Charizard C und Tyranitar T. Wahrscheinlich ist es hier was Ähnliches. Ihr habt das ST vergessen. Nein, nicht Team Spaß. Na egal, ihr seid gemeint. Damit niemand euch wehtut, gehe ich euch einen Rat, besser schnell zu verschwinden, haben wir uns verstanden. Was ist denn mit denen? Ihr habt noch nicht von Team Spast gehört. Team Spast ist eine Diebesbande, der in Boshaftigkeit keine Grenzen kennt. Nicht Team Spast! Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dort Pion Draghi ist. Nee, für mich sieht das eher aus wie eine Baut. Es macht seinen Gegner mit seinen großen Sternen Langreißzähnen fertig. Das da ist Arbok, er ist extrem rachsüchtig. Und das dort in der Mitte ist Anführerin Snibuna. Gerüchten zufolge ist sie wirklich stark. Man sagt, dass ihr jedes Mittel recht ist, um ihre Ziele zu erreichen, egal wie niederträchtig es auch sein mag. Die Mitglieder von Team Spast sind überall berüchtigt für ihr schrecklich unfaires Fallen. Alle Pokémon, die in einem Dungeon begegnet sind. Man sagte alle, dass all diese, die Heimreise ohne Gepäck antreten durften, komplett ausgeraubt. Hey, Yada, habt ihr nicht zugehört? Hat Lady Snibuna euch nicht gerade befohlen, die Wieder zu machen? Wenn ich gleich verdurftet, wird es schmerzhaft für euch enden. Das ist besser gehört auf uns. Ich bin ganz ruhelos, weil ich seit so langer Zeit keinen mehr gebissen habe. Sag mal, wer will zuerst gebissen werden? Wer will's sein? Hundemon! was ist denn los mit euch? Ich geh auf!
Wow. Ich auch. Ich auch. Okay. Das nennt man männlich. Ja, Feiglinge. Sag mal, Piondragi, sind diese süßen Mädchen da immer noch hier? Ja, das sind sie. Sieh mal an, die scheinen ja wirklich Rückgrat zu haben. Seid ihr nicht ängstlich? Ach, verstehe, verehrt uns und wollt unsere Freunde sein? Genau, das wird's sein. Und das war's umso besser. Jetzt seid süß, daher, ich denke, wir lassen zu, dass ihr sonst befreundet seid. Was bildet ihr euch ein? Euer Name passt zum Team. Nicht passt! Spar! Okay. Sich mit Pokémon anzufreunden, denen ein derart schlechter Ruf wie euch voraushält. Warum sollten wir das tun? Das ist nicht unser Stil. Ja, was? Finden euch nicht furchterregend oder so. Und euch bewundern würde uns im Traum nicht einfallen. Ihr wir waren so nett zu euch. Euch scheint wohl ins Kopf gestiegen zu sein. Ja! Ja. Na, ihr seid ja noch schwächer als erwartet. Was? So was, Piondragi, lass uns das sofort richtig stellen. Wartet. Wartet, ihr zwei. Ja, Herrin. Aber Herrin Zinibuha. Okay! Ihr habt dich gerade einen Feind gemacht. Und der ist Team Spar. Nicht Spast! Und ihr werdet es noch nicht einmal bereuen, richtig? Ja, absolut nicht. Diese Worte. Wir werden sie nicht vergessen, aber Piondragi, wir gehen. Ja, vergesst das nicht. Beim nächsten Treffen machen wir euch kurz einen Prozess. Team Spast, lol. Na, ihr denkt, die können euch einfach so aus dem Stamm machen, wir haben bisher jeden Schatz für uns beanspruchen können. Das wird dieses Mal genauso sein. Wir werden nicht scheitern. Schlapper Garoua, wir müssen uns beeilen. Entschuldigt. Du bist zuvor. Bist du nicht weggelaufen? Doch, das stimmt. Ihr hättet mich vorstellen sollen, mein Name ist Wieso, ich habe einen Streit mit Team Spaß und im Schatten beobachtet. Wie ihr den so mutig gesprochen habt, das war das erste Mal, dass ich jemanden sah, wie sich jemand Team Spaß in den Weg stellt, ohne zu zögern. Und sehr beeindruckend, nachdem ich euch gesehen habe, ich bin sicher, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe eine Bitte an euch. Eine Bitte? Ja, Team Spaß hat eine Lektion verdient. Warum Team Spaß? Ich war vor einiger Zeit mit Freunden in einem Erkundungsteam und meine Freunde wurden während und das Anteil ist von Team Spast aus dem Hinterhalt angegriffen. Sie wurden ernsthaft verletzt. Was? Meine Freunde sind seither zu verängstigt, um wieder auf Erkundung zu gehen. Sie verbringen ihre Tage vor Angst zitternd im Dunkeln. Das ist schrecklich. Ich kann gar nicht mehr ansehen. In diesem Zustand können sie mir nicht auf eine Erkundung begleiten. Schrecklich sei es, wisst ihr? Das sind wirkliche Übeltäter. Die Gerüchte über sie sind wahr. Warum kann ich nicht reden? Als Erkunder, das können wir ihnen nicht verzeihen. Gut verstanden, wir so. Wenn wir Team Spast nochmal wieder einen Weg laufen, sind sie tot. Im Namen deiner Freunde. Danke vielmals. Warum sehe ich aus wie ein Ditto? Gut, wir sollten uns aufmachen, aber im Steinbruch. Danke nach 2 Jahren nutzlosem Gelaber und Team Spast. So, mal gucken, ob es wieder nur so 10 Ebenen werden. Ampharos, okay. Das Ding, ich wollte gerade sagen, kann ja bekanntlich nichts. Das kennen wir aus dem Mitternachtswald. Am Ernst, warum kann das Ding, das ich hier gerade spiele, das Schlappohr mit Pfund jeden umbringen? Oh, ein Ampharos. Pfund! Okay, Ampharos kann ja sowieso nichts. Ich meine, das lernt man. Zack, Pfund. Oh Mann, ich bin ja gar nicht bei der Treppe. Oh, Ampharos One-Hit. Hier mal kurz zu den anderen gehen. Das ist mein Apfel, neben dem du da gepennt hast. Wow, ganze 9 Schaden. Typisch Ampharos. Mann, ernst. Was soll diese Bonus-Episode? Ich habe einiges erwartet, aber... das nicht. Vor allem ist es halt nicht schwer. Ja, wow. Rasche setzt Energiefokus nach ein. Wow, das macht ja sogar Schaden. Garoua greift nicht mit an, richtig nett. Ja, alle auf Schlappohr, ne? Nur weil ich das Ding spiele. Komm, ich will wenn möglich diesen Dungeon noch in diesem Part schaffen. Und irgendwie traue ich es der Bonus-Episode zu, dass das schon der letzte ist.
merkt sich trotzdem so zu. Ich glaube ja, so wie ich die Bonus-Episode einschätze, dass es hier nur noch daraus bestehen wird, dass ich diesen Dungeon durchrenne, Team Spaß zusammenschlage, und dann am Ende, ja, am Ende bin ich international berühmt, oder eher gesagt Team Scham. Ich meine, Team Runde Ecken, mein Team, wird ja nicht mal berühmt, wenn wir die Welt retten, ne? Das ist ja klar. Ach, mit dir habe ich auch so meine Erfahrung gemacht. Verpiss dich, Voltenso, ich will dich hier nicht sehen. Warum finde ich die Treppe hier nicht? Ich sag's ja. Komm, töten. Wetten, die Treppe wäre da links von mir. Ja, Mann, bitte töten. Ich wusste es. Ich bin extra hochgegangen. Hä, nee, da auch nicht. Ach. Wow, das Ding benutzt einfach... Was? Wir sind schon ganz schön weit. Ganze vier Ebenen, oder wie viele das jetzt waren. Vorhin wird es wohl schwieriger werden. Lass uns mit Bedacht voranschreiten. Da sollte ich wohl lange planen. Tiefer Geröllbruch. Da ist schon die Treppe. Es ist wirklich sehr anspruchsvoll hier. Ihr habt mich überzeugt. Das war wieder mal typisch. Als ob Slimog nicht durch Konfusion One-Hit ist. Komm. Oh, Belebersamen. Das ist auch das Einzige, für das diese Bonus-Episode gut ist. Aber immerhin werden die meisten Pokémon hier jetzt nicht mehr von Pfund ge-one-hitted. Wow, Rizeros. Das geht jetzt schon in den witzlosen Bereich über. Was soll ich tun? Gut. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das wird asozial. Junge, alles so richtig easy und dann kommt auf einmal so ein Dreck. Hallo? Ich darf mal wieder nicht diagonal laufen, das liebe ich. Dann kommt auf einmal so ein Drecksvieh und tötet locker mal zwei Pokémon. Natürlich brauche ich auch wieder 2 Jahre, um die Treppe zu finden. Warum denn nicht? Hallo, ich wollte diese Ebene schon noch in... Danke. Komm, 2, 3 Ebenen gehen noch. Man merkt sich, traut es der Bonus-Episode locker zu, dass die nach diesem, nach dem nächsten Part zu Ende ist. Nach diesem Dungeon, ne? In diesem Part wird das nichts mehr, außer ich schaffe es in einer Minute. Jedenfalls etwa einer Minute. Chaos-Samen brauche ich nicht. Du machst mal wieder alles falsch, Meditalis. Zack, Turm, Klick, OP. Gardevoir reicht auch Level 34. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass bei einem Level-Up jeder Wert steigt. Das ist was Neues für mich. Ja gut! Mal im Ernst, warum sind hier teilweise die Pokémon so absolut scheiße und dann rennt einem Stalos über den Weg? Jawohl. Auch eine neue Attacke bei Schlappohr. Oh, das nehme ich sogar mit.
Agilität ist immer nice. Komm, die Ebene mache ich jetzt als Abschluss für den Part. Ich hoffe, dass wenigstens dieser Teil ein bisschen stimmt. Hier soll man ja angeblich auch immer wieder am Anfang landen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich wette, ich muss den Dungeon hier mindestens 3-mal machen, damit die Spielzeit dieser Bonus-Episode gestreckt ist. Ich kenne die Entwickler. Aegishöhle Returns. Jetzt wird die Spielzeit gestreckt, damit dass ich jeden dritten Schritt hier. Die Scheiße. Alles klar. Chillt mal! Bitte übertreibt nicht so! Oh, das ist tot. Ich will diese eine Ebene abschließen! Lieber mal. Dein Ernst? Tot. Ja, es greift mich an. Jetzt wird's wieder asozial. Ja! Mal im Ernst, das ist doch mies, das ist safe Belebersamen weg. Da kann ich nichts tun. Boah, sicher. Mal im Ernst, das ist doch übel mies, was soll ich denn machen? Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich werde dann erlöst.